Sie sind hier, 18. August 2018, 23.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Novak Djokovic steht beim ATP-Turnier in Cincinnati im Finale. Urheberrecht Getty Images. Große Freude bei Novak Djokovic. Der Serbe steht nach einem Sieg gegen Marin Cilic beim ATP Masters in Cincinnati im Finale. Dort könnte ein Superstar warten. Der frühere Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat sich beim ATP Masters in Cincinnati ins Endspiel gekämpft. Der 31 Jahre alte Wimbledon-Sieger setzte sich im Halbfinale gegen den Kroaten Marin Cilic nach 2:33:6:4, 3:6, 6:3 durch und warte damit seine perfekte Halbfinalbilanz am Ohio River. Im sechsten Semifinale war es der sechste Sieg für den Serben. Im Finale, das Djokovic bei keiner seiner 5 Endspielteilnahmen gewinnen konnte, trifft er auf den Schweizer Roger Federer oder den Belgier David Goffin. Das Masters in Cincinnati ist der letzte Härtetest vor den US Open, 27. August bis 9. September, von Sportinformationsdienst.